heute alle wieder rechts. Letztes Mal waren wir eher linkslastig. Ja, gib mir noch mal 5 Sekunden, warte. So, jetzt kommt mal. Jawohl. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Heimspiel morgen gegen Dynamo Dresden. Anstoß in der Felditz Arena ist um 20.30 Uhr. Und mit mir auf dem Podium, wie immer, unser Cheftrainer Dimitrios Gramotzis, den ich ganz herzlich begrüßen möchte, und Martin Freisel, unser Torhüter. Bevor wir zu den Fragen zum Spieltag kommen, möchte ich noch ein paar Hinweise einmal vor dem Spiel gegen Dresden, vor allen Dingen an unsere Fans weitergeben, die zu Hause zuschauen und morgen dann auch ins Stadion kommen. Die 3G-Kontrolle wird dieses Mal direkt an den Drehkreuzen stattfinden. Dort, wo ihr sowieso in der Schlange stehen müsst, wo die Tickets kontrolliert werden, da werden wir dann im Vorhinein bereits euren Impfschutz bzw. genesenen Status oder eben den Testnachweis, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, kontrollieren. Nochmal der Hinweis an die Fans, die sonst über Ost 2 reingegangen sind, über den Eingang Ost 2, der ist dieses Mal nur den Gästefans vorbehalten. Bitte geht über andere Zugänge ins Stadion. Ein wichtiger Hinweis noch für Jugendliche und Kinder, die im Schulbetrieb sind, sind ja aktuell Ferien, dementsprechend finden ja keine regulären Testungen statt. Ihr müsst euch auch testen lassen vorher, könnt das aber kostenlos mit nach Vorzeigen eures Schülerausweises an den diversen Teststellen, die es über das Stadtgebiet verteilt und auch in den Nachbarstädten gibt, machen. Und ganz wichtig nochmal zum Schluss, die Bitte möglichst frühzeitig anzureisen, ab 18 Uhr ist das Stadion geöffnet. Es sind erstmals wieder über 50.000 Zuschauer da, dazu die 3G-Kontrolle. Das wird alles ein bisschen dauern, das wird auch vielleicht ein bisschen ruckeln an der einen oder anderen Stelle. Da bitten wir einfach um Geduld, ja, und eine möglichst frühzeitige Anreise. Das wäre klasse und würde uns unterstützen. Und damit kommen wir dann zum Sportlichen und zu euren Fragen auch schon direkt. Toni Lieto für den Kicker startet. Ja, hallo in die Runde. Dann frage ich direkt nach dem personellen Stand. Also zunächst einmal Glück auf und guten Morgen. Wir haben einige erfreuliche Sachen diese Woche auf dem Platz gehabt. Danny Latzer, Blendi Idrissi, der Marc Czatkowski und Dries Wouters sind wieder voll im Mannschaftstraining integriert, haben alles machen können von Anfang bis Ende, haben der Belastung auch standgehalten, werden das heute auch machen. Und werden dann entscheiden, wie es dann aussieht, was den Kader angeht, ob sie dann eine Option sind oder nicht für morgen. Aber was mich besonders freut, ist natürlich, dass die Jungs jetzt erstmal stabil geblieben sind. Darüber hinaus hat Salif weiter sein Teiltraining absolviert. Wollen jetzt versuchen, natürlich da auch peu à peu zu steigern, damit er auch in die volle Belastung reinkommt mit seinem Knie. Da ist aber auch alles im Moment auf dem richtigen Weg. Und bei Domme Drexler müssen wir nochmal schauen. Das ist ein bisschen fraglich, weil die Fleischwunde schon sehr, sehr tief war gestern an der oberhalb der Achillessehne. Musste genäht werden, ist Spannung drauf. Wundheilung war eigentlich ganz gut bisher. Die Wunde ist noch nicht so ganz trocken, von daher müssen wir schauen, ob es dann für morgen reicht oder nicht. Da müssen wir jetzt wirklich nochmal ein paar Stunden versuchen rauszuholen. Und dann werden wir hoffentlich ihn mitnehmen können, aber er ist auf jeden Fall fraglich und alle anderen Jungs sind heile geblieben. Andreas Ernst für die Funke Mediengruppe. Das klingt ja sehr positiv bei Danny Latzer. Wäre ja auch eine denkbar, wenn Dominik Drexler nicht spielen kann, ihn direkt von Anfang an zu bringen, oder wäre das noch zu früh? Ja, wir haben ja erstmal die Überlegung, ob wir ihn überhaupt mitnehmen. Er war jetzt lange Zeit raus, das darf man nicht vergessen. Hatte jetzt wieder Möglichkeiten, sich wieder ranzukämpfen über das Individualtraining, hat auch sehr wirklich mit sehr, sehr viel Disziplin auch absolviert, und er ist unser Kapitän, er ist ein wichtiger Bestandteil für uns, und natürlich freuen wir uns, wenn er uns heute auch nochmal grünes Licht gibt und sagt, ich bin stabil, ich fühle mich gut, damit er dann auf jeden Fall auch erstmal im Kader steht, aber das lassen wir erstmal noch offen und warten die Trainingseinheit ab. Frank Leschinski für die Ruhrnachrichten. Wie schätzt du den Gegner ein, Dynamo Dresden?
Ja, Dynamo Dresden, Aufsteiger, der wirklich toll in die Saison gestartet ist, hatte jetzt die letzten Spiele vielleicht von dem Ergebnis her nicht top gepunktet, haben aber dennoch gegen Werder Bremen vor 3 Spieltagen relativ deutlich zu Hause gewonnen. Und es ist eine Mannschaft, die man auf keinen Fall unterschätzen darf. Sie haben aus der Raute heraus immer wieder Möglichkeiten, aus dem 4-4-2 mit Raute das Spiel immer wieder so ein bisschen anzupassen, haben da verschiedene Räume, die sie bespielen wollen, damit sie dann nach vorne kommen. Haben Jungs mit da Ferner zum Beispiel, der bis jetzt schon 5 Tore erzielt hat, 2 Assists. Haben Mörschel im Mittelfeld, der auch immer mit in die Spitze reingeht. Haben Husiner, haben Königsdörfer, also alles Jungs, die Fußball spielen, die generell auch Fußball spielen als Mannschaft und versuchen da spielerische Lösungen zu entwickeln. Und es wird kein Selbstläufer. Also wir wissen, dass es ein anderes Spiel wird wie gegen Hannover. Wir wissen, dass ein Gegner auf uns wartet, der vielleicht nicht mit den Top-Selbstvertrauen aus den letzten Ergebnissen kommt, aber der hier unbedingt ein gutes Spiel machen wird. Und darauf werden wir uns vorbereiten. Aber wir wollen natürlich auch die Art und Weise, wie wir sie gegen Hannover gezeigt haben, wieder auf den Platz bringen, vor allen Dingen auch vor heimischer Kulisse. Und da bin ich guter Dinge, dass wir ein gutes Spiel machen werden und die 3 Punkte hier behalten. Dirk Große Schlamann für Sky Sport News. Moin zusammen. Demi, du hast die Kulisse angesprochen. Wird ja auch viel drumherum geredet. Ne? Dresden kommt, glaube ich, mit sehr vielen. Könnt ihr mich hören? Okay. Mit sehr vielen Fans, also erstmal volle Hütte. Wir haben das Thema ja schon mal angesprochen. Der Heimspiel ist immer ein bisschen schwierig. Da ist noch nicht so das Schalke, die Heimmannschaft, wie sie das auch gerne haben wollen würden. Wie macht er das vor dem Spiel jetzt? Also wie bereitest du die Jungs auf diese Kulisse vor, damit sie auch quasi das dann wirklich aufsaugen und dann, sag jetzt mal, den Rasen einmal auf links ziehen? Ja, wäre natürlich schön, wenn wir vielleicht das mal unter der Woche mal machen können. Dann laden wir mal alle Fans ein und versuchen das zu simulieren. Leider geht das nicht. Von daher müssen wir versuchen, natürlich die Jungs schon zu sensibilisieren, dass das jetzt wieder eine andere Kulisse auf uns wartet als in den ersten Spieltagen. Da war ja so ein Drittel eigentlich drin. Jetzt ist es fast schon fast voll. Und das wird akustisch schon einen Unterschied geben für uns. Ich spüre eigentlich viel mehr Vorfreude als Druck oder Hemmungen oder irgendwelche Sachen im Kopf zu haben, die negativen Einfluss haben. Also die Jungs haben richtig Bock. Und das letzte Spiel in Hannover hat uns ja so einen gewissen Geschmack schon wieder gegeben, was es bedeutet, wenn ein Stadion auch voll ist, wenn die Stimmung da ist. Und mit unseren Fans auch im Rücken, auch dort, die uns dort fantastisch unterstützt haben, wollen wir natürlich auch Vollgas geben und da wollen wir natürlich alles dafür tun. Johannes Ohr für die Bild-Zeitung. Ja, Herr Martin, Frage an dich. Du hast ja mit Sandhausen, glaube ich, schon gegen Dresden gespielt. Was kommt da auf Schalke zu und wie sehr freust du dich auch endlich mal vor fast vollem Haus auf Schalke spielen zu können jetzt endlich? Ja, erstmal auch schönen guten Morgen und ein herzliches Glück auch von meiner Seite. Ich hatte tatsächlich schon mal die Ehre, gegen Dresden zu spielen. Und es war damals so, dass wir in Dresden gespielt haben, noch vor Zuschauern. Und da hat man schon einen Eindruck bekommen, was die auch für Fans haben, wie intensiv die auch dieses Spiel mit der Mannschaft mitleben. Und von daher ist es mal ein Riesenvorteil, dass wir zu Hause spielen, dass der Großteil des Stadions natürlich für uns sein wird. Und dahingehend für uns natürlich Riesenvorfreude. Es macht uns absolut heiß, dass wir wissen, das Stadion ist so gut wie voll. Und nachdem wir ja eine komplett neue Mannschaft sind am Ende des Tages, ist es ja so, dass wir alle das erste Mal oder die meisten das erste Mal in eine Veltins Arena einlaufen, die halt einfach richtig kocht. Und das ist einfach mal geil und darauf freuen wir uns mega natürlich. Andreas Ernst für die Funke Mediengruppe. Ich habe auch eine Frage an Martin. Als du ins Tor gegangen bist, hat der Trainer das so begründet, im Training hätte er so eine Art positiven Hass auch gespürt. Kannst du mal begründen, was er damit gemeint hat und wie du die Entscheidung erlebt hast, als er auf dich zugekommen ist und gesagt hat, du hältst jetzt? Positiver Hass insofern, als dass ich einfach jedes Training irgendwo so wie ein Finale sehe. Finale im Sinne von, ich hau da alles raus. Ich gebe richtig Gas und in dieser Zeit, wo ich am Feld stehen kann, mache ich das mit großer Leidenschaft, mit irrsinnig viel Herzblut und mit voller Intensität. Und ich denke mal, das hat der Trainer dann damit auch versucht anzusprechen. Der Moment, als mir das mitgeteilt wurde, war irrsinnig positiver.
logischerweise. Ja. Und war kurz und schmerzlos, wurde mir mitgeteilt, dass ich spiele. Und habe mich dann umgedreht, gefreut, vorbereitet und gespielt. Toni Lieto für den Kicker. Martin, in deinen Anfangstagen hast du sehr, sehr selbstbewusste Töne angeschlagen, hattest damals gesagt, du bist kein Daumendrücker da im Training, du willst natürlich spielen und du hättest irrsinnig viele Angebote vorher auch ausgeschlagen, um dann das Richtige zu nehmen, das war dann Schalke. Ich glaube, der ein oder andere in der Mannschaft hat gestutzt, als du das so formuliert hast. Würdest du im Nachhinein sagen, das war genau richtig so, dass du es gesagt hast, weil du so ein Typ bist und die drei Spiele jetzt zu null geben dir auch recht? Oder war das ein bisschen zu forsch damals? Ich weiß gar nicht, ob das selbstbewusst ist, weil irgendwo ist ja das der Anspruch jedes Fußballers, am Feld zu stehen, logischerweise. Und von daher ist es irgendwo auch im Prinzip von mir, wenn ich auch euch gegenüber stehe, dass ich authentisch bin und dass ich die Wahrheit sage. Es ist nicht so, dass ich mich da irgendwo in Phrasen rausreden möchte oder sonst was, sondern einfach das zu sagen habe, was ich auch sagen möchte und was in mir auch brodelt oder was ich in mir auch spüre. Von daher würde ich definitiv dieselbe Wortwahl wieder treffen. Dass das vielleicht dann ein Stück weit kernig wirkt für Außenstehende, das ist mir auch klar. Ist mir aber insofern auch egal, als dass wir für den FC Schalke 04 spielen und wir hier einfach auch Direktheit leben. Und von daher ist es, denke ich, auch ganz gut so. Könnte man jetzt auch nicht irgendwie vorstellen, dass das ganz groß negativ angekommen wäre, weil das einfach so ist, wie es ist und somit ist es auch gut so. Frank Leschinski für die Ruhrnachrichten. Wie hat sich das Verhältnis zu Ralf Herrmann jetzt entwickelt? Hat sich das verändert nach dieser Entscheidung, weil du jetzt die Nummer 1 bist? Nee, ich finde eigentlich nicht. Ich finde, wir hatten von Anfang an ein echt gutes Verhältnis. Ralle ist ein absolut cooler Typ, ist total wichtig für uns, weil er einfach so ein Strahlemann ist, immer gute Vibes in die Kabine trägt, das muss man sagen. Und er ist ein echt feiner Mensch, von daher mag ich ihn total gern und hat sich jetzt irgendwie auch nicht irgendwas verändert, also aus meiner Sicht. Ich bin froh, dass ich mich tagtäglich mit ihm messen kann, ganz einfach, ja. Schau mal in die Runde. Doch, Andreas Ernst hat noch eine Frage. Jetzt muss ich natürlich auch den Dimi nochmal nach Martin Freisel befragen. Inwiefern hat diese Serie dreimal in Folge ohne Gegentor mit diesem Torwartwechsel zu tun? Ja, es ist eine Kombination, denke ich. Das zu Null ist auf der einen Seite nicht nur auf den Schultern von Martin zurückzuführen, sondern es ist eine Arbeit der ganzen Mannschaft. Und dazu gehören die Stürmer genauso. Wenn ich sehe, wie Marius und Simon vorne anlaufen, wie sie dann auch, wenn sie überspielt werden, wieder versuchen, eine Kompaktheit herzustellen, wie ein Domme Drexler, Rodrigo, Viktor Paulsson, wie die sich reinschmeißen, plus die komplette Abwehr. Dann ist natürlich klar, dass du dann zu Null spielst, wenn alle gut arbeiten. Weil es bringt mir nichts, wenn der Martin ein super Torhüter ist, aber die davor einfach nicht ihre Aufgaben machen. Denn dann wird es für den Gegner ja gelingen, zu Möglichkeiten zu kommen. Gott sei Dank haben wir gegen Hannover relativ wenig zugelassen. Das war eine Arbeit der Abwehr und allen anderen auch. Und alles, was dann auch durchgekommen ist, hat der Martin dann auch souverän abgewendet. Und so war es in den vorherigen Spielen auch. Also das zu Null ist immer Teamarbeit und nicht eines Einzelnen. Toni Lieto nochmal für den Kicker. Ich guck mal einen Blick nochmal auf das Spiel. Danach ist denn schon geklärt oder weißt du schon, wie du es handhaben willst für das Pokalspiel? Ob dann nochmal ein Tausch stattfindet im Tor? Das ist ja manchmal so. Oder bleibt Martin dann auch im Tor? Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich mit dem Pokalspiel noch gar nicht befasst. Denn mein ganzer Blick, meine ganze Konzentration gilt Dynamo Dresden. Das wird herausfordernd genug für uns und da müssen wir wieder alles reinwerfen. Und wenn das Spiel zu Ende ist und wir ein bisschen runtergekommen sind, dann kann ich mich ums Pokalspiel kümmern. Andreas Ernst. Martin, inwiefern redet ihr in der Mannschaft über diese Riesenkulisse, die auf euch wartet? Ja, das erste Mal war es eigentlich Thema am Heimweg von Hannover, wo Domme Drexler mit einer Riesenfleischwunde im Bus neben mir sitzt und sagt, Alter, wenn ich dieses Spiel gegen Dresden jetzt versäume, dann weiß ich gar nicht, wie ich darauf reagiere. Und so ab diesem Moment hat es auch ein Stück weit mal auch bei mir dann Klick gemacht, wie man dachte, hey, die Hütte ist voll, da brennt es, da geht's ab. Darauf bereiten wir uns vor. Und
wenn man so auch die Trainings in den letzten Tagen sieht, mit welcher Intensität wir da auch geackert haben, hat man schon vielleicht auch ein Stück weit gemerkt, dass die Mannschaft dann nochmal extra motiviert ist und richtig geil auf dieses Spiel ist, ganz einfach. Von daher war es Thema in der Kabine und war es aber vor allen Dingen auch Thema am grünen Trainingsplatz. Und das ist ja auch gut so. Gibt es weitere Fragen von eurer Seite? Ich schaue mal in die Runde. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanken wir uns ganz herzlich, freuen uns dann auf ein schönes Spiel. Morgen um 20.30 Uhr hier in der Felditz Arena. Alle Infos dazu nochmal für die Fans zu Hause gibt es bei uns auf der Homepage und auf den diversen Kanälen in den sozialen Medien. Und bis dato wünschen wir erstmal noch einen schönen Tag. Tschüss, danke. Tschüss. Ciao.